Ich kann die englische Sprache sehr gut. Sanela, super. Sehr gut gemacht, ja. Finde ich cool. Stärken werden wir noch ein bisschen besser rausbringen das nächste Mal. Also so in der Art würde ein Bewerbungsgespräch ausschauen, was wir üben, eben für eine weiterführende Schule oder für einen Lehrplatz, dass die Kinder eben an solche Sachen auch angewöhnt werden und damit auch, wenn es darauf ankommt, damit gut umgehen können. Ich unterrichte dieses Jahr Englisch, Biologie und Berufsorientierung und habe jetzt geschaut dieses Jahr, dass jedes Kind entweder einen Lehrplatz findet oder eine weiterführende Schule. Der Kollege und ich arbeiten seit diesem Jahr zusammen. In der Berufsorientierung ist es so, dass wir uns meistens am Anfang des Schuljahres geteilt haben, um eben die Schüler individualisiert zu fördern. Haben die einen Schüler betreut beim Bewerbungen schreiben, Motivationsschreiben verfassen, Wegschicken der Lebensläufe und die anderen Schüler haben wir entsprechend vorbereitet auf weiterführende Schulen. Also zuerst wollte ich auf die HAK gehen, bin aber da nicht reingekommen und sie haben mir dann die HASCH empfohlen. Jetzt gehe ich nach den Sommerferien halt in die HASCH. Das Einzige, was ich halt vorbereitet habe, war das Motivationsschreiben. Und da haben mich die Lehrer auch unterstützt dabei. Was hast du da hineingeschrieben? Warum ich gerne in die HASCH möchte und was ich dann halt werden möchte. Ich glaube, ich würde gerne im Büro arbeiten. Die größten Schwierigkeiten im Grunde genommen ist eigentlich das Wissen aufzubauen, also auch die Notwendigkeit, was dafür gebraucht wird. Und auch, dass man das halt am besten in einer Einzelbetreuung machen muss, weil die Schülerinnen und Schülerinnen fehlt es öfters an dem Zugang zu diesen Dingen. Und auch einfach aufzuzeigen, welche Perspektiven es gibt. Das sind halt auch so Themen. Ja, viel Arbeit.